Herzlich willkommen bei einer neuen Tour. Ich befinde mich im Neandertal. Hinter mir dröhnt die Autobahn. Und für euch ist das jetzt die erste Etappe des Neandersteigs. Für mich ist es offen gestanden die zweite. Gucken wir mal dahin, weil da ist es schöner. Für mich ist es deswegen die zweite, weil die erste Etappe vom Düsseldorf Flughafen bis Erkrath Nord, die 30 Kilometer, bin ich schon vor ein paar Tagen gewandert, habe auch gefilmt und die Aufnahmen sind alle nichts geworden. Ich denke, das werde ich am Ende nochmal nachwandern, ich weiß es noch nicht genau. Aber jetzt wandern wir auf die Urdenbacher Kempe zu. Leider ist es auch bei dieser Wanderung zu diversen Fehlfunktionen, vor allen Dingen diesmal im Audiobereich, gekommen, weswegen ich teilweise hier nachvertone. Das Schöne ist, dass ich endlich weiß, woran diese Probleme liegen, werde ich aber nicht in diesem Video hier thematisieren. Also, kommen wir zum Steig selber. Warum gerade der Neandersteig? Es sollte einem klar sein, der führt durch eine sehr urbane Umgebung. Das heißt, man hat viel mit Asphalt zu tun. Man ist häufig in der Nähe von Häusern. Aber trotzdem entfaltet diese Niederrheinlandschaft ihren ganz eigenen Charme mit vielen Pferdegehöften, mit Weiden. Und man muss einfach dann gucken, dass man sich auf die positiven Aspekte dieses Steigs einfach einlässt und versucht, negative weitgehend auszublenden. Bei einer Sache könnt ihr mit dem fehlenden Sound sogar ganz froh sein. Große Teile dieses Steigs sind wirklich unter Beschallung vom Flughafen Düsseldorf, von irgendwelchen Landstraßen oder Autobahnen. Das ist wirklich krass. Die Wanderung hier findet im Corona-Winter 2021 statt und ich hatte mir gedacht, dann fahre ich nicht irgendwie quer durch Deutschland, um weiß Gott wo zu wandern, wo es mit Sicherheit auch schöner gewesen wäre, sondern ich nutze einfach das, was vor meiner eigenen Haustür liegt und lass mich mal überraschen, was ich hier noch so für schöne Flecken finde. Hier wandere ich gerade durch die unteren Ausläufer des Rotthäuser Bachtals, was übrigens in der gesamten Länge auch eine sehr schöne Wanderung ergibt. Das hier ist das untere Ende vom Rotthäuser Bachtal und ich kann mich daran erinnern, dass ich auf dem Mittelstück schon mal mit einer Frau spazieren war. Hier befinde ich mich jetzt kurz vor dem Morper Park in Erkrath. Die Stelle hier habe ich gefilmt, weil im Hintergrund ist etwas genau nicht zu sehen, und zwar eine Brücke, die da eigentlich sein müsste, sind Absperrgitter, eine Umleitung war nicht ausgeschildert. Und bei dem Neandersteig habe ich den Eindruck, weil ich auch immer wieder Schwierigkeiten hatte, Schilder zu finden, dass man hierbei wirklich mit einer Navigations-App oder Karte laufen sollte. Das ist ein typisches Merkmal dieser Erlenbruchs, das stehende Wasser, vor allen Dingen im Frühjahr und im Winter. Das war ein richtig schön wildes Stück. Wir gehen weiter.
Die ganzen letzten Aufnahmen hier stammen aus den Düsselauen und das ist eine Landschaft, die ich mir vom Namen her doch erheblich anders vorgestellt hätte. Ich hatte eigentlich an eher so eine flache Landschaft gedacht mit Sumpfanteilen und die Landschaft hier hat mich überrascht und zwar richtig positiv, weil die ist wirklich richtig schön und man muss sich das mal überlegen. Ich meine, das ist hier 5 Minuten von Düsseldorf weg. Das ist der Hammer. Hier befinde ich mich jetzt kurz vor den Unterbacher Seen und das ist eigentlich dann ziemlich exakt so, wie ich mir diese Landschaft vom Namen her vorgestellt hatte. Wenn die Kettensäge und die Straße nicht wäre, ey, das ist so eine mystische Landschaft hier gerade. Wow. Ich glaube, wenn man das im Frühjahr oder im Sommer geht, kommt das gar nicht so gut rüber. Da ist es wahrscheinlich trockener, die Sachen sind begrünt. Ha. Am Unterbacher See angekommen, dauert es erstmal eine ganze Zeit, bis man ihn tatsächlich so sieht wie hier. Vorher ist er abgegrenzt durch Bootssportvereine und danach durch einen Campingplatz. Das habe ich aber vergessen zwischendurch zu filmen. Und danach ist er tatsächlich sehr schön anzusehen, hat gelegentliche Sitzgelegenheiten und ist im Sommer, das weiß ich aus Erfahrung, recht frequentiert, auch auf dem Wasser. Bei so einem Uselwetter wie jetzt ist natürlich nichts los. Vom Ende des Unterbacher Sees ein schöner Blick, aber das begleitet uns halt hier echt die ganze Zeit. Autolärm. Der Teil der Wegstrecke war mir schon auf der Karte aufgefallen und das ist jetzt leider ein etwas längeres Stück. Die Autobahn hat eine Lärmschutzwand spendiert bekommen, deswegen hält sich das hier sogar gerade echt noch in Grenzen mit dem Lärm und ich nehme mal an, der Grund hier ist vielleicht doch dieser Bach, der, oh, das trifft sich ja gerade. Oh, das war ein Eisvogel. Oh. Okay. Ja, ich wollte eigentlich gerade hier über sowas reden. Also wir treiben die ganze Zeit Schaumflocken. Ich kann das kaum glauben, dass das ein Eisvogel war. Die sind normalerweise super scheu. Und ich bin jetzt gerade nochmal, hat er mich auch schon wieder gesehen, so bis auf 2 Meter oder 3 Meter an den Rand gekommen. Und die fliegen normalerweise auch weiter weg. Also jedenfalls hat man mir das, als ich diesen Kanuschein für die Wupper gemacht habe, erzählt. Die Eisvögel sind ja mit einer der Gründe, warum die Kanuten da reguliert werden. Vielleicht war es einer, also er sah jedenfalls echt ziemlich geil aus. Ich muss sagen, die Erbauer geben sich Mühe. Ja, man wird jetzt hier nicht über den asphaltierten Weg, sondern immer so 2 Meter daneben durch den Wald gespurt. Das finde ich ja eigentlich ziemlich genial. Die Kreuzung da gerade war ziemlich ätzend.
3 Ampelschaltungen muss man insgesamt machen, um rüber zu kommen. Ja, jedenfalls kommen wir, ich glaube, in einem Kilometer an den zweiten der Unterbacher Seen. Den kenne ich offen gestanden noch gar nicht. Da bin ich schon mal gespannt drauf. Der nächste der Unterbacher Seen, diesmal ist es der Menzelsee. Ja, zurück auf den Weg. Das ist wieder der große Eibsee. Beide zusammen kriegt man anscheinend nicht auf die Linse, weil er ist zwar noch dahinter, der Menzelsee, aber man sieht ihn nicht mehr. Die Stelle hier wirkte etwas irritierend auf mich. Ich hatte es auch noch mal da überprüft. Das hier ist wirklich, weil nachher kommen sogar noch Schilder, der Neandersteig. Das war ja gerade ein bisschen unklar, ob das hier der Steig ist. Ist es tatsächlich. Weil da ist dann tatsächlich wieder ein Schild mit einer Abzweigung, was im Sommer mit Blättern schon wahrscheinlich direkt wieder schlecht zu erkennen ist. Ein bisschen ereignungslos, da so ein bisschen Besiedlung und Industrie, auf der anderen Seite Schrebergärten. Immer am Fluss lang. Ja, könnte schlimmer sein. Das ist gar nicht mehr der Neandersteig, sondern der führt parallel dazu die ganze Zeit auf der anderen Seite der Schrebergärten lang. Ja, dass die Ausschilderung im Moment nicht die beste ist, hatte ich ja schon gesagt. Aber ich bin ja gleich wieder drauf. Okay, normalerweise wären wir von da gekommen. Ich kam jetzt von da. Und jetzt geht's wieder weiter auf dem Weg. Einer der Stärken des Steigs besteht ja darin, dass es wenige Stellen gibt, die weiter als 2 Kilometer von den Öffis entfernt sind. Hier sogar einer S-Bahn. Und deswegen habe ich an dieser Stelle die Wanderung für heute auch beendet. Bis zum nächsten Mal.